Wenn unser Nationalteam am 17., 21. und 25. Juni bei der EM-Gruppenphase auf Frankreich, Polen und die Niederlande trifft, wird es Tausende bei hoffentlich bestem Fußballwetter zu den vielen Public Viewings an öffentlichen Plätzen, aber auch in Wirtshäuser und Bars oder mit Freundesgruppen in andere Wohnungen ziehen. Woraus auch Einbrecher schließen werden, dass viele das Zuhause nicht mehr im Blick halten können. Verwaiste Häuser und Wohnblocks ziehen Einbrecher während der EM- und WM-Spielen magisch an, wie die Wiener Städtische nun bei einer eigenen Erhebung herausfand. Bis zur Europameisterschaft von Portugal 2004 warf man den Blick zurück. Und siehe da, an Spieltagen stiegen die Meldungen über Einbrüche bei dem Versicherer um im Schnitt 10%. Teils deutlich mehr nimmt man die europaweite EM 2021 und die vorweihnachtliche WM in Katar 2022 heraus. Denn in beiden Fällen waren Public Viewings nicht erlaubt oder aufgrund der aktuellen Jahreszeit nicht geplant. Vergleicht man die Einbruchsfälle an Spieltagen mit jenen, an denen keine EM- oder WM-Spiele stattfanden, ergibt sich über die letzten 10 Turniere gesehen ein sattes Plus von 10%. Die gute Nachricht: Seit der Weltmeisterschaft in Brasilien 2014 mit im Schnitt 26 gemeldeten Einbrüchen pro Spieltag halbierte sich die Anzahl wieder, was jedoch kein Grund zur Entwarnung sein sollte. Auch bei der Wiener Städtischen geht man im kommenden EM-Zeitraum von 14. Juni bis 14. Juli von einer Steigerung aus. Vorständin Doris Wendler ruft zu mehr Aufmerksamkeit auf. Eingänge sollten stets versperrt, Fenster und Terrassentüren auch bei milden Temperaturen verriegelt sein. Einbrecherhilfen, also Leitern, Werkzeuge, Kisten etc., nie sichtbar im Außenbereich liegen lassen. Ansonsten könnte der Euphorie rasch Ernüchterung weichen.